Bereit. Lang ist es her mit Phasmophobia. Aber man braucht mal eine Pause dazwischen, weil sonst wird das Spiel langweilig. Und man sieht, komplett neues Aussehen da. Ike, Kinnbart, der bleibt auch. Hier oben eine Sturmlocke. Die bleibt noch ein ganzes Weilchen. Friseurtermin steht fest, aber nicht um die wegzumachen, sondern für eine bestimmte Frisur. So, Spiel lädt, 90%, da bin ich. Erster. Wer ist Zweiter? Erster. Ist auch kein Weltwunder. Erster. Ich habe noch ein paar Ami-Programme laufen, Alter. Mehr als sonst. Darum bin ich zufrieden, dass es überhaupt läuft. Für die Zuschauer, Darko hat auf dem zweiten Monitor ein Porno laufen. Ich hab nicht mal einen zweiten Monitor. Oh, dann halt auf dem Handy. Hab ich auch nicht hier liegen. Nur ein Tablet. Das ist ja größer als das Handy. Also, Darko guckt Pornos nebenbei. Ah, Ike. Darko steht auf normale Re- Was? Ist das die normale Redetaste oder mache ich gerade Mikro? Funkgerät. Ne, normale Redetaste. Das Funkgerät kriegst du mit. Warte mal. Funkgerät? Funktioniert bei mir gar nicht. Geht, glaube ich, erst, wenn es losgeht. Ach so, weil da hörst du so ein Kratzgeräusch. Ich höre nichts. Nee, ich höre jetzt auch noch nicht. Gucken, wenn CO2 da ist, wenn er denn kommt. Der braucht ganz schön lange gerade. Uiuiuiui. Na, hoffentlich ist das Spiel jetzt nicht abgeschmiert bei ihm. Und wie war dein Tag so? Entspannt. Oh Mann. Ja, ich musste mal nicht 5.30 Uhr aufstehen und Frühstück für Kinder machen. Die sind da die Woche bei ihrer Mutter, wo ich die Folgen hier aufnehme. Ja, das heißt, ich darf mal bis um 7 schlafen. Ja, ich dürfte auch länger schlafen. Ich könnte zwar auch länger schlafen, aber habe ich keinen Bock drauf. Ja. CO2, wo bleibst du denn? CO2, kurze Frage. Ich habe mich jetzt im Discord kurz entmutet. Dein Pack abgeschmiert? Ihr bewegt euch bei mir noch. Ja, du bist bei uns gar nicht im Bus drin. Ich lade noch. Ach so. Ja, dann können wir noch kurz im Discord quatschen. Auch wenn es eine Aufnahme ist. Ja, ich sehe gerade euch beiden. Jetzt bist okay, dann einmal muten. So, wir sind im Discord gemutet, wir reden in-game, also sorry, bitte nicht mehr. Foto, Salz, Geister-Event, alleine. Okay. Okay, ich habe richtige Taschenlampe gegriffen. Ich habe EMF und was habe ich noch? Videokamera. Ich habe Fotokamera. Und was noch? Also und Thermometer. Ach, und große Taschenlampe. Achso, und Darko, pass auf. Hatte ich letzte Runde nicht. Und Darko, horchen. Das Geräusch kommt, wenn du übers Dings quatschen tust. Okay, also wir müssen ein Foto von Darko machen, Darko durch Salz laufen lassen und Darko muss sich ausziehen. Okay. Ich gehe alleine. Ich gehe auch allein, ich will Darko nicht nackt sehen. Ich gehe hoch.
5. Hier unten in der Küche. Hier unten in der Küche 5 auf jeden Fall. Aber keine Gefriertemperatur. Keine Temperatur unter. Nicht mal. 17 Grad war es eben da drin. Das Buch liegt auf dem Tresen. Are you there? Ich hab die Kamera mal platziert, guck nach Orbs. Ja, 5er EMF. Ich sehe kein Orb. Ich sehe kein Orb, ich sehe kein Orb. Was war noch? Salz. Nehmen wir auch gleich noch einmal mit. CO2, das ist hier unten. Ich hatte ich hatte eben 7 Grad, jetzt habe ich wieder nur 14. Hä? Achte auf die Wände, die du anguckst. Du scannst einen Raum weiter mit. Der Arsch hat eine Kerze geschmissen. Verlass diesen Raum, beide. Okay. CO2, kannst du mal bitte die Kamera auf der Mikrowelle anschalten? Ist an? Ja, danke. Ist auf jeden Fall kein Orb vorhanden. CO2, ich würde sagen, gibt's auch. Also Buch, Fingerabdrücke und irgendwas anderes. Also minus gerade. Und es ist hier die Treppe. Der untere Teil der Treppe. Es bleibt aber eher über 0 Grad. Es war eine Millisekunde, nur 0, ja gut. Auf jeden Fall Zeuge eines Geister-Events haben wir. Wieso, welcher ist denn? Das Wohnzimmer mit minus 7 Grad. Minus 11. Hier.
Eins weiter klicken, Darko, dann bist du im Wohnzimmer. Ah, da sieht man es, Gefriertemperaturen. Aber kein Orb. Ne. Hast du Sanity-Pillen schon genommen? Nein. Der Wolf geht bis um die Ecke in den Flur da vorne rein. Die Ecke da vorne ist auch noch mit Minus gerade. Wobei, jetzt haben wir wieder Plus gerade hier drin. Ah ne, jetzt nicht mehr. Aber hier... Okay, hä? Ich bin ver- Schreibe ins Buch. Gib uns ein Zeichen. Ach ja, ich muss ja auf den Boden gucken. Selbst wann hast du hier hinten mal abgecheckt, diese Räume hier? Sobald ich hier über die Türschwelle gehe, ist es ein plus 20 Grad. Neben dem Türrahmen. Bist du hier? Bist du ein Mann? Wir hatten EMF5, richtig? Ja. Bist du eine Frau? Dann sind es entweder Orbs oder Fingerprints. Bist du ein Kind? Fingerabdrücke habe ich bisher noch nicht gefunden. Gib uns ein Zeichen. Der antwortet bei mir nicht. Ja, ist auch raus. Da ich gerade die ganze Zeit drin war, bleib ich jetzt mal in der Kamera eben stehen. Ja, ich stand jetzt die ganze Zeit... Ach Mist, Fußabdrücke zählen ja nicht als Fingerabdrücke. Ich stand jetzt die ganze Zeit drin im Raum, hab diverse Fragen gestellt. Der hat nicht geantwortet. Licht ist überall aus. Nee, das Licht, was du gerade wieder ausgemacht hast, das hast du den Raum gerade komplett erhellt. Ich meine, lass es bitte aus, das Licht, direkt, ja, das ist so, direkt neben der Tür, das Licht. Ja, das ist jetzt aus. Im Wohnzimmer habe ich auch noch eine Kamera aufgebaut. Ja. Er ist aber durch Salz gelaufen. Darko, du bist entmutet im Discord. Ich hab da nur ein Foto von der Kamera, von der Kerze gemacht. Holy shit! Sieht aus wie eine wandelnde Wasserleiche.
könnt wieder. Habt ein Foto vom Geist. Darko ist tot. Wow. Wo ist er gestorben? Ich hab Kamera. Und ich hab eine Vermutung dadurch, was wir haben. Eine Banshee. Nein, wieder doch eine Banshee. Also ich habe auf jeden Fall ein richtig geiles Foto. Ich mach die Tür auf, komm rein, steht er vor der Tür. Sieht voll geil aus. Ja, es muss eine Banshee sein, weil eine... Also wir haben zu 100% eine Banshee. Dann müssten aber irgendwo noch Fingerabdrücke sein. Ja, aber Phantom kann man nicht fotografieren und der Geist ist an mir vorbei. Also ich war in einem Raum vor Dark und er ist an mir vorbei in Darkos Raum rein. Ja, okay. Ich habe Banshee jetzt eingeloggt, weil Orb sehen wir ja nicht und das wäre also Orb oder Fingerabdrücke. Ich gehe mal nochmal rein wegen Fingerabdrücke gucken. Wie ist jetzt mit meiner Sanity? Dann brauchst du aber noch eine Kamera dazu, ne? Wegen Foto machen. Soll ich am Monitor bleiben und hier den Ausschlag begutachten? Ja. Okay. Ja, 71 ist in Ordnung. Wie viele Fotos hast du noch? 3. Also im Notfall 6 Fotos zum Bild herumknipsen, wenn wir die Fingerabdrücke nicht finden. Ja. Gratis 4er Ausschlag. Ausschlag? Geht wieder runter auf 0. Und 2. Ich finde bisher gerade noch keine Fingerabdrücke. Ich werde jetzt einfach mal meine 3 Fotos, die ich bei mir noch drauf habe, verwenden, um Common Spots für sowas abzufotografieren. Okay, jetzt gerade 6er Ausschlag und geht wieder auf 4 runter. Jo, ich warte. 2. 0. Ansonsten zur Sicherheit, ich werde gleich auch gucken, dass ich die andere Kamera mal eben umpositioniere, die noch in der Küche steht. Okay. Es ist 0er Ausschlag. Und 2. Keine Fingerabdrücke fotografiert.
Seid die Kamera an? Ja, ist aber kein Orb. Es ist kein Orb zu sehen. Jo, was nun? Noch, ich würde noch ein bisschen hoffen. Wobei, warte mal, ich hab ne Idee. Was mal? Dann wart mal. Sechster Ausschlag. Ich würde noch einmal kurz abwarten und was ausprobieren wollen. Ja, mach. Ich muss aber kurz einmal bei dir im Laster auf die Karte gucken und wahrscheinlich einmal Pillen einwerfen, so wie es ausschaut. Mach das. Ich werde noch einmal Pillen ein. Wo haben wir das Ding denn? Das ist im Keller, oder? Ja. Ja, wieder bei 70%, wie ist der Ausschlag? 2. Traue ich mich bei 2 in den Keller? Ja, komm. Du schaffst das schon. Ich will einmal versuchen, sie zu triggern, dass sie das Licht ausmacht. Ja, die ist das erste Mal aufgetaucht, wo ich rein bin und ich habe die Kerze, die vorne bei der Tür liegt, fotografiert. Da kam halt direkt der 10er Ausschlag. Ausschlag? 2. Sag Bescheid, wenn es 0 ist. Null. Null. Nuller Ausschlag. Ich denke mal, wenn ich reingehe, wird es ausschlagen. Hm.
Weil die wird auf mich jetzt getriggert sein nach Darko, weil wenn sie auf CO2 nicht losgeht. Ist immer noch Nuller Ausschlag, das verändert sich gerade überhaupt nicht. Das Kruzifix ist nicht drin, oder? Steht hier nicht drauf? Nee, es liegt. Das ist hier noch. Es ist halt komplett Nuller Ausschlag die ganze Zeit. Ich glaube, wir haben den Geist kaputt gemacht. Ja, das schon, aber der ist nicht auf dich getriggert. Ich denke mal eher, wenn ich jetzt reingehe, dann wird's losgehen. Die wird nach Darko auf mich getriggert sein, die Banshee. Mhm. Darko wirft hier ans Tastenfeld seinen Wasserkocher. Wollen wir losfahren? Nein, noch nicht. Ich muss erst noch eintragen. Ach so, ja, dann mach das. Ich gehe mit Banshee, weil ich habe eher die Vermutung auf Banshee. Hm? Guck mal auf die Kamera, siehst du den Geist? Voll das Sumpfmonster. Mhm. So, hast du eingetragen? Ja, du auch? Ja, oder? Ja. Der Darko wird schon eingetragen haben, weil er hat ja die ganze Zeit auf Tastenfeld geschmissen. Ja. Banshee! Ja, ich konnte euch natürlich nicht sagen, es war sicher, dass es eine Banshee war, denn ich hatte Fußabdrücke, die wurden aber nicht gewertet von der Kamera. Fußabdrücke sind auch keine Fingerprints. Ah, doch. Nein, das hat jedenfalls immer gewertet. Nein, du kannst Fußabdrücke haben und trotzdem, also du kannst, wenn du Fußabdrücke mit reinzählst, kannst du 4 Hinweise haben. Not, also du kannst Fußabdrücke auch fotografieren. Das steht unter Fußabdrücke, wird aber wirklich nicht als Fingerabdrücke gewertet. Du kriegst aber wiederum Geld dafür. Diesmal keine Videokamera, sondern wir brauchen einen Thermometer. Ich habe immer meine Videokamera diesmal mit reingeknallt. Okay, Rockstar, dance until I drop my